Weiter geht's bei Workers and Resources hier in Jekaterinburg und mit etwas angeschlagener Stimme. Und hier unten soll sie entstehen. Ihr habt's geschrieben, ich habe lange drüber nachgedacht. Und ja, es ist, denke ich, absolut notwendig, dass wir hier in Jekaterinburg eine Bauindustrie machen. Ich habe bereits schon mal hier vorne ein bisschen eingeebnet, unter anderem das hier einmal ein bisschen mit Rubel, damit wir hier eine gute Kiesgrube hinkriegen. Und hier vorne will ich das Ganze dann hinbauen. Das wird auch nicht allzu viel werden. Das wird vor allen Dingen auch viel mit LKWs beliefert werden, das Ganze. Und Stahl soll ja langfristig natürlich hier rauskommen. Das können wir dann irgendwann auch nochmal planen. Da müssen wir wahrscheinlich sogar kurzfristig nochmal umplanen. Also, dass wir ein zweites Stahllager machen. Oder wir machen wirklich dieses Stahllager hier hinten zuerst und füllen dann dort im Prinzip die Sachen erstmal hier mit einer Straße und bauen nur die Straße und das Stahllager. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, dass wir den Bau dieser Straße aktivieren. Und dann hier hinten schon mal ein Stahllager errichten und dieses Stahllager zusammen mit einer Straße schon mal bauen lassen. Ich glaube, das ist tatsächlich die beste Idee. Wir wollen ja dann auch mit dem Zug hier rein. Das heißt, das Stahllager sollte in die Richtung zeigen. Und da können wir dann direkt mit der Straße auch mit ran. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee, wenn wir das schon mal vorher mit einplanen. So, dann machen wir hier ein Stahllager in groß. Genau. Das soll einmal von da kommen. Das sieht so eigentlich schon ziemlich gut aus. Ja, ich finde, das können wir so mal gucken, ob wir das lassen. Und dann einmal die Straße daran. So. Dann haben wir hier ein Stahllager. Und das wird momentan natürlich noch nicht hieraus versorgt. Da werden wir dann die entsprechenden Gleise hier weiterziehen. Das können wir dann mal gucken, wie wir das hier machen. Auf jeden Fall wenn wir die Ecke hier nochmal abreißen müssen. Den Teil werden wir dann auch mit Sofortbau machen und dann werden wir hier die Gleise dann entsprechend bauen und dann natürlich auch noch ein bisschen weiterführen. Hatte ich euch ja schon mal erzählt, ne? Okay, gut, das wäre das Thema Stahl. Dann gehen wir einmal hier hin. Und hier vorne brauchen wir auf jeden Fall Kies. Da habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht. Es gibt ja meine Lieblings-Gravel-Mine. Das ist die hier. Und die setzen wir einmal hier vorne hin, dass wir die halbwegs gerade setzen. Ich würde es gerne spiegeln. Genau, einmal so bitte. So. Naja, also gerade ist jetzt anders. Okay, gut. Was halt in dem Fall auch immer gerade ist. Jetzt gibt es ein, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier wirklich einen Schotterbereich brauchen. Ich weiß gar nicht, was hatten wir denn hier hinten genommen? Haben wir hier Schotter dazwischen gebaut? Nee, das geht auch direkt hier rein. 50 Tonnen, okay, alles klar. Das geht auch direkt da rein. Dann machen wir das da genauso. Und hier gibt es ja meine, das ist übrigens wirklich einer meiner Lieblingsmods, weil ich, das ist, weiß nicht, ich finde die einfach gut, die Mod, dass wir hier direkt einen Eingang haben. So, einmal dorthin. Ah, obwohl wir das eher in die Richtung bauen sollten. Ah, das müssen wir nochmal abreißen hier. Also das ist mir jetzt, das ist mir jetzt wirklich zu schief. Das ist ja, das geht ja gar nicht. Wir versuchen uns mal unten an der Straße auszurichten. So, wir gehen einmal nach da. Ich hoffe, das passt jetzt halbwegs. Das sieht besser aus. Okay, dann das nächste, der Gravel Processing. Einmal nach da. Ja, das könnten wir sogar in die Richtung bauen. Jawohl. Dann gibt es ein Kieslager. Da bin ich mir halt nicht sicher, ob wir da wirklich ein großes brauchen. Ich würde sagen, da müsste eigentlich auch ein kleines Kieslager reichen. Ich glaube, da brauchen wir, kein großes.
So, einmal dahin. Und jetzt mache ich... Und jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen warten, weil wir sehen jetzt hier bei nachts ja wirklich überhaupt nichts. Dann warten wir mal ab und gucken uns mal noch ein paar andere Sachen an. Sobald es wieder Tag ist. Wir haben hier immer noch Probleme mit der Gesundheit. Wo sind die? Da. Ich sehe da kein Haus. Wir können allgemein diese ganze Siedlung hier mal abreißen. Ich denke, wir haben mehr als genug Häuser, wo die einziehen können. Diese Ecke... Was habe ich denn jetzt abgerissen? Nein! Da lag eine Leitung drüber. Okay. Vielleicht machen wir das doch in der Pause. Ich will das Haus hier haben. Weil ich weiß, es kann sein, dass die einfach zu weit weg sind von allen Maßnahmen. So, dann werden wir noch fix die Straßen beseitigen. Weil das ist wirklich so eine... Ist wirklich, ich möchte es ja gar nicht sagen, aber es ist so Schandfleck, ne? Diese Ecke hier. So, dann reißen wir noch die Straßen ab. Hier kommen irgendwann neue... Hier kommen irgendwann neue Sachen hin. Habe ich das jetzt auch abgerissen da vorne? Ja. Dann machen wir jetzt mit Lehmstraßen fix ein neues Haus. Das können wir auch machen, während wir hier in der Dunkelheit sind. Jetzt müssen wir nur gucken, dass ich das eine Kabel neu baue. Wo ist denn das jetzt abgerissen? Von hier nach? Ach Gott, da hinten sogar. Ach du grüne Neune. So, einmal bauen bitte. Dann machen wir ein paar Lehmstraßen. Der hier geht einmal... Ach, das können wir doch alles da vorne ranführen. So, die Lehmstraße geht einmal daran. So, na, das sieht gut aus. Und der geht nach da. Fertig. Gut, haben wir die Ecke auch. Dann sieht das schon etwas besser aus. Und wir müssen so und so mehr Häuser bauen. Hier vorne kommen ein paar Hochhäuser hin. Hier noch welche. Das ist schon mal gesagt. Die Stadt an sich ist ja erstmal groß genug. Da müssen jetzt erstmal ein paar Leute wieder geboren werden. Aber das gucken wir uns dann alles zu den Statistiken an. Das kommt dann in der nächsten Woche. Alle zwei Wochen. Okay, gut. Dann hoffen wir, dass wir jetzt damit hier diese ganzen Nachrichten beseitigt haben. Und dann geht auch schon die Sonne auf. Sehr gut, dann können wir hier weitermachen. Was uns jetzt fehlt, sind vor allen Dingen ein Beton- und ein Zementwerk und natürlich diese ganzen Plattenteile. Aber das werden wir uns hier liefern lassen. Und natürlich auch eine Asphaltanlage. Also ich zeige euch erstmal, wie ich das grundsätzlich vorhabe. Wir bauen uns ein kleines Betonwerk. Das kommt einmal nach... Hier vorne. Zementwerk brauchen wir nicht. Das Betonwerk bitte. Genau. Einmal nach da. Dann kommt daneben bitte eine Asphaltanlage. Einmal so. Jawohl. Dann haben wir bitte ein... Haben wir es? Einmal das Betonlager. Beziehungsweise das Zementlager. Ich glaube, das ist hier vorne, ne? Bei Stückgut. Kornspeicher, Fleisch, Lagerung. Wo ist das Zementlager? Wir können es ja... Ich glaube, hierüber findet man das wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Das ist nur für die Mods. Warum gibt es keine Suchfunktion für die normalen Gebäude? Wo ist es? Konstruktionsbüro, Schotter, Holz. So, nach etwas längerer Suche ist es natürlich bei trockenes Schüttgut. Wie hätte es auch anders sein können. Und einmal die Trockenlagerung. Und das geht bitte.
Ah, das gefällt mir nicht. Das will ich einmal spiegeln, dass die Straße unten ist. Genau. Ja, ich denke, so können wir das machen. Einmal daran. So, dann nehmen wir bitte unsere Kiesförderer. Wir haben ja diese schicken hier vorne. Und den setzen wir einmal nach da. Dann wollen wir ihn einmal daran setzen. Und einmal daran. So, der große Vorteil ist, wir haben dann hier hinten noch die Möglichkeit, diesen Kies noch zu erweitern. Und was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist einmal ein Ölkraftstoffspeicher. Den müssen wir auch noch haben. Zusammen mit einer Lade- und Entladestation. Das können wir eigentlich direkt hier so. Ja. Das führen wir direkt darüber. So, dann noch die Straßen. Und jetzt müssen wir diese Straße eigentlich auch in eine Asphaltstraße umwandeln. Denn dieser Weg ist natürlich jetzt auch extrem weit. Wir brauchen natürlich jetzt auch die Autobahn, die hier noch weiter gebaut wird. Also wir brauchen eine ganze Menge für. Hier hinten kommt dann ein Kreisel hin. Ähnlich wie da vorne. Mit einem Abzweig hierüber zur Industrie. Und das können wir dann hier unten lang führen. Das ist ja eigentlich nur als Provisorium gedacht. Und dann können wir das eigentlich auch mal gleich als Asphaltstraße ausplanen hier. Diese ganzen Stücke hier. Und dann werden wir die Sachen jetzt auch mal planen. Einmal darum. So. Einmal da lang. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir hier vielleicht eine Industriestraße bauen sollen. Ich glaube, wir machen die tatsächlich ein bisschen länger. Der müsste hier rumgehen. Genau. So. So. Einmal alles bauen, bitte. Und dann können Sie auch mit dem Teil schon anfangen. Und jetzt fehlt natürlich noch eine ganz wichtige Sache, nämlich ein Freilager. Das Freilager würde ich gerne hier oben errichten. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Straße machen. Wir können auch überlegen, ob wir das einfach auf der Seite machen. Aber ein großes Freilager fehlt auf jeden Fall noch für die Anlieferung. Und ja, wir könnten es auch hier machen. Aber dann haben wir halt keine Möglichkeit, das mit dem Zug zu beliefern. Aber wir könnten langfristig, wenn wir die Brücke hier wegreißen, können wir mit einem Kreuz hier oder mit einer Straße, mit einem Gleis da rausgehen. Also würde gehen. Ja, ich denke, wir werden das mal einplanen, dass wir das Freilager tatsächlich hier unten setzen. Ein bisschen weiter weg. Und das kriegt natürlich noch eine Straßenladungsstation. Idealerweise mit Straßenanschluss. So. Okay, gut, das können Sie dann schon mal bauen. Und das ist auch mit der mittleren Priorität soweit okay. Perfekt, passt. So, wie wird das Ding jetzt versorgt? Dieses Freilager ist für einen Großteil der Baustelle. Also, das ist für. Jetzt muss ich erstmal das. Hallo, das ausmachen. Ist für. Ich zeige es euch mal. Für den Teil Ziegelsteine, Fertigpaneele und Bretter. Für Bretter habe ich übrigens gesehen, haben wir hier hinten tatsächlich noch ein VZ vergessen. Das Bretter-VZ. Wir haben nämlich hier vorne zwar Chemie, wir haben hier Nerdy Vostok Chemie. Die sind noch nicht in Betrieb. Na, wir haben hier unser Chemielager auch noch nicht in Betrieb. Dieselplatten, wir haben jetzt den Diesel. Bitumen haben wir. Wir haben Ziegel, wir haben Fleisch
Aber uns fehlt tatsächlich ein VZ für das Thema, ja, Holz. Da haben wir, glaube ich, da haben wir echt keins geplant, ne? Das ist die Zugversorgung, das ist die Essensversorgung, das ist der Einkauf, auch klar. Und das ist Diesel, ja. Das ist natürlich doof. Och nein. Nicht jetzt auf den guten Gebäuden auch noch. Alte Stadtgebäude. Was? Hier vorne? Wie was? Loyalität ist aber 62%. Das verstehe ich jetzt nicht. Läuft doch alles. Also das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Oh, jetzt kommt auch noch der Winter. Oh, ist das fies. Ist das fies. Na gut. Zufriedenheit der Bürger zu niedrig. Ein Dorfhaus. Wir haben echt noch ein Dorfhaus vergessen. Unglaublich. Also diese Dorfhäuser, das tut mir leid, die müssen leider dran glauben. Die werden es leider nicht überleben. So, aber jetzt haben wir natürlich noch eine ganz wichtige weitere Sache vergessen. Jetzt, wo der Schnee kommt, wir brauchen hier hinten noch einen Stromanschluss. Wir brauchen hier hinten noch einen Wasser- und Abwasseranschluss. Gerade das Thema Wasser ist wichtig, weil dieses Werk natürlich auch hier hinten einen direkten Wasseranschluss hat. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Pumpleistung hier ausreicht, wenn wir einfach hier abgehen. Das ist mit 3 Metern mir auch zu niedrig. Wir bauen es auf 6. Das hatten wir immer in die Richtung. Genau. Dann setzen wir bitte mal ein Water Switch. Wo müssen wir ran? Da hinten. Wir setzen den einmal nach da. Und gehen mit der Wasserleitung daran. So. Dann einmal mit der Wasserleitung daran. Und dann machen wir natürlich noch eine Water Substation. Die können wir eigentlich tatsächlich gut. Tja, wo setzen wir die hin? Wir spiegeln das einmal und bauen das nach hier. Und dann kommt die Wasserleitung einmal daraus, bitte aus einer Tiefe von 6 Metern. Und einmal bauen. Gut, dann wäre das nächste Thema erledigt. Abwasser brauchen wir natürlich auch. Und dann müssen wir hier auch noch irgendwie ran. Eieieiei. Es wird nicht einfacher. Es wird nicht einfacher. Wir bauen mal ein Abwasser. Ein Segway-Switch. Einmal hier vorne. Den brauchen wir so und so irgendwann. So, jetzt dürfen wir nur nicht vergessen, den Fix sogar mit einem Fußweg zu versorgen. Hier hinten aber natürlich auch noch ein paar wichtige Sachen vergessen, Fußwege und sowas, aber das machen wir gleich noch. So, das passt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir mit der Abwasserleitung von hier, das ist nicht gut. Das ist sehr niedrig hier. Wir müssen vielleicht gucken, dass wir dieses Abwasser da oben irgendwo hinsetzen. Na, das würde sogar funktionieren, wenn wir das da hinsetzen und das dann mit Rubel bauen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir versuchen es mal da. Vielleicht klappt es ja von da auch. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob er das nach oben einsammelt. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Ah, das ist genau das, was ich mir schon dachte. Einmal unten drunter, bitte. Und kommen wir jetzt da noch mit ran? Ah, verdammt. Würden wir denn daran kommen? Da kommen wir ran. Das ist gut. Dann gucken wir mal, dass wir das nur mit dem Ding planen. Dann müssen wir die Sachen hier halt grundsätzlich fertigstellen. Was ist mit einem Segway-Switch hier vorne? Würde das passen?
Das wäre natürlich ziemlich cool. Ah, schade, das geht nicht. Okay. Dann machen wir den wieder weg. Das Gebäude müsste jetzt eigentlich schon weg sein, genau. Dann reißen wir das Stückchen da noch ab. Nee, es ist noch da, ne? Da ist es. So. Dann blenden wir das mal wieder ein. Und dann machen wir wirklich die Leitung direkt dran und lassen aber das, lassen da nochmal einen frei. Dass wir da noch mit anderen Sachen rangehen können. Einmal daran bitte. Okay, gut. Dann haben wir das Thema Wasser. Was jetzt noch fehlt, ist das Thema Versorgung, nämlich mit Strom und Menschen. Also, zum einen Menschen, wir brauchen natürlich noch eine Bushaltestelle und von dort aus dann die ganzen Wege. Deswegen habe ich das hier noch nicht gebaut. Und ich bin mir nicht sicher, ich denke, hier sollte auch eine kleine Bushaltestelle eigentlich ausreichen. Hier sowas oder... Ja, das ist jetzt das Gegenteil von klein. Sowas in die Richtung und dann tatsächlich auch... Ja, wir machen das mal dahin. Obwohl das natürlich wieder unnötig viel Verkehr erzeugt. Wir müssen noch eine Sache vorher machen. Hier diese Rohrleitung verlegen. Die habe ich tatsächlich vergessen. Einmal daran bitte. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall die Bushaltestelle nehmen. Ich würde die schon gerne... hier hinsetzen. Ja, ich finde die hier am besten. Einmal daran bitte. So, und jetzt müssen wir die hier verlegen. Also, auf jeden Fall kommt einer von hier. Und geht daran. Den können wir auch direkt nach da bringen. Das bringt aber nicht so viel. So, den führen wir einmal nach oben. Das war unschön. So. Also, der nach da. Dann haben wir ihn angeschlossen, das passt. Dann geht es da oben weiter. Zum Gucken, ob wir da noch irgendwie rankommen. Ja, das geht sehr gut. So, du gehst daran. Jetzt müssen wir eigentlich da hinten noch irgendwie hin. Das können wir hoffentlich von hier aus erreichen. Ja, sehr gut, das geht. Einmal daran. So, er ist angeschlossen, er ist angeschlossen. Dann haben wir ihn angeschlossen, er ist dran. Und dann werden wir einfach den Weg... ein bisschen einkürzen und ihn daran bringen. Okay, wir machen noch eine Sicherheitsverbindung hier zwischen. Passt. Gut, dann müssten wir das Thema auch haben. Und das steht ja sowas von schief. Verdammt. Egal, jetzt lassen wir es so. Dann machen wir mal ein bisschen schneller. Und sobald das Licht wieder aufgeht, kümmern wir uns hier um den Strom. So, und wir haben ein Auto, ein neues Polizeiauto. Sehr schön. Zufriedenheit ist niedrig. Ja, das wird. Wir sind bei 39%. Was? Wieso haben die denn 39%? Jetzt müssen wir doch mal gucken, ob die hier nichts zu essen haben. Und ich mache es echt tatsächlich ungern, aber wir werden jetzt mal das Ding kaufen. Denn ich habe wirklich Angst, dass uns hier die Leute wegsterben. Und ich will jetzt einfach dieses Rathaus hier stehen haben. Und das, ich muss sagen, das sieht schon echt schick aus, ne? Da kommt noch keiner hin. Haben wir von hinten einen Anschluss. Ach, die sind schon alle fertig. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir sagen können. 33 Arbeitslose, Produktivität 70% ist nicht gut. Durchschnittliche Lebensdauer ist 80. Geburten 80, Todesfälle 300, Fluchten 800. Ja. Okay. Gut.
Das ist in der Tat nicht allzu viel. Wie sieht's denn hier aus? Wir sind bei 16. 5. Das sieht aber eigentlich alles ganz gut aus. Haben die denn hier hinten eine Möglichkeit? Ja gut, das ist das Thema Kultur und Sport. Da sind wir dran, ne? Da bauen wir ja hier hinten unsere Gebäude. Aber die haben auch die Möglichkeit, zum Essen zu kommen. Das geht auch. Im Moment noch mit dem Einkauf. Tja. Hier wollten wir auch noch mal was umbauen und hier noch ein Lager ransetzen. Das müssen wir gleich auch noch machen. Also, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wie sieht es mit der Schule hier aus? Auch gut. Kindergarten. Okay. Was haben die denn für Probleme? 3 konnten kein Fleisch bekommen. Jo, mei. Loyalität ist zu gering. Aber die haben 2. Ich frage mich, warum die hier hinten wirklich 66. Welcher war denn das? Der hier? 90. Ja, doch, das sieht gut aus. Das wird mit der Zeit steigen, da bin ich mir sicher. Loyalität zu gering? Ja, wir gucken nochmal. Zufriedenheit, Loyalität. Ja, die Loyalität ist mir egal. Die sehen wir ja noch nicht. Okay, gut. Dann geht's hier voran in die Jekaterinburg. Jetzt wollen wir den Umbau hier vorne machen. Jetzt gucken wir doch nochmal hier. Ja, also das sieht nicht schlecht aus. Sättigung ist gut. Gesundheitsversorgung ist gut, Klamotten werden auch versorgt, also das ist okay. Das Problem ist halt wirklich der Bereich hier, dass wir einfach unheimlich viele Leute hier rausgeholt haben. Das ist in der Tat ein Problem. Gut, so, dann kümmern wir uns ums Thema Strom und ja, da sollten wir zusehen, dass wir hier unten auf jeden Fall einen Trafo hinkriegen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob einer auf jeden Fall ausreicht. Aber wir werden auf jeden Fall... Ja, wir können den sogar nach da setzen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Sollte ausreichen. Und den Strom, den holen wir uns von hier hinten. Das müsste nämlich auch gehen. Wenn wir einmal nach da gehen. Und jetzt machen wir unser Snap-to-Grid mal wieder an. Das wäre jetzt einmal... Na toll, da kommen wir nicht durch. Ah, das ist ja ärgerlich. Und jetzt ist auch schon wieder Nacht. Okay, dann machen wir es am nächsten Tag. Da bin ich mir noch nicht sicher, wo wir da lang gehen. Das müssen wir dann mal sehen. Auf jeden Fall werden wir hier die Stromversorgung machen. Und jetzt machen wir mal einen abschließenden Blick tatsächlich nochmal, welche Gebäude hier fertig sind. 43%. Da ist noch nicht weitergemacht worden. Die Brücke ist... Oh, die Brücke ist fast fertig. Sehr cool. Das ist eine gute Nachricht. Die VZs hier sind fertig. Nee. Da muss ich jetzt tatsächlich mal eingreifen zum Schluss. Und die Bauten hier vorne alle stoppen. Das sind zwar die kleinen Diesel-VZs und so weiter, aber das müssen wir tatsächlich alle stoppen. Ich will erst die Bauindustrie fertig haben. Wir machen das bitte mal alles aus. Das müsste noch alles aus sein. Ich werde es sicher jetzt aber trotzdem mal machen. So. Genau, dann sollten die sich jetzt um die Sachen da hinten kümmern. Und jetzt muss ich nur mal sehen, ob das von der Reichweite her überhaupt ausreicht. Na, dann machen wir nochmal einen dritten Kilometer dazu. Das hatte ich eigentlich runtergesetzt, damit die nicht in Jekaterinburg, von Jekaterinburg aus in Nerdivostok bauen. Aber ich denke, das ist jetzt wichtiger. Okay. Gut, dann machen wir das erstmal so, dann kommen sie da hinten hoffentlich ran und dann werden sie dann die Bauindustrie jetzt erstmal bauen. Und ich glaube, wir sollten jetzt eigentlich, die können wir auch noch aussetzen.
Wir machen wirklich jetzt alle anderen Baustellen wirklich mal aus. Außer die hier, die kann weitergebaut werden. Ich will jetzt wirklich erst die Bauindustrie hinten fertig haben. Das ist mir jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir von hier aus unsere Leute wesentlich besser versorgen können. Und ja, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir haben genug zu tun. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategiener. Ciao, ciao.